Oh, wir sind ja schon auf Sendung. Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Abenteuer durch Deutschland. Genau, heute mal von mir aus dem Hotel, wo wir uns schon gerade befinden. Und genau, wir wünschen euch viel Spaß. Das ist die Episode 1. Seid gespannt, was wir hier alles so erleben, was wir hier machen. Wir wünschen euch einfach viel Spaß dabei und dann legen wir jetzt mal los. Ja. Auf der Fahrt nach Dresden Hauptbahnhof über Bozen, Oschatz, Riesa, Prinstewitz, Coswig bei Dresden, Dresden-Neustadt, nächste Station, Engelsdorf. Danke nochmal, ich bin so sehr auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin nicht so stark zu machen. Ja, das ist ganz klein. Ja, wenn ich es vergesse, ich habe das ganz gut. Ich wünsche dir viel Glück, dass du durchkommst, aber auch wenn ich mich auch nicht so sehr hatte. Powerbank im Prinzip. Ja, jetzt ist es nur noch. Naja, ich glaube, jetzt bei dem anderen. Hello.
Das ist aber geil. Dass sie gleich abfährt. Das ist ja, meine Freunde, damit haben wir da wirklich nicht gedacht, dass hinter die Hamsebacke eine Lok steht, die gleich abfährt, wo ich noch aufgenommen habe. Habe ich gleich genutzt, habe ich gleich die Linse Kopf gehalten und gleich weitergefilmt. Gerade die Modellbahnfreunde, ja, finden das bestimmt jetzt cool und ich hoffe, euch hat die Minute gefallen. Open, runter. Hallo. Leuchtet gar nicht mehr. Ach doch, aber ganz, ganz schwach. Ja, genau. Hast du nicht Kopf? Ja, wegen dir. Ja, die suchen mich schon. Die gefallen mir halt davon so. Die sind so geil. Was machst du? Film mich jetzt nicht. Was sagst du? Das wird mir zu groß. Ehrlich? Ja. Ist die schon bei meiner echt? Ich hab gesagt, nee, ach, Hauptsache Ehren. Jetzt juckt mich das gar nicht mehr. Gegensatz. Findest du manchmal richtige Schnäppchen und gute Marken, die ich hab. Ja. Wie gesagt. Mit dem Ring, mit der Kette. Das ist alles nicht richtig.
Ja, das war die Folge 1. Die Folge 2 folgt auf die nächsten Tage. Insgesamt gibt es dann noch einmal 3 Folgen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere es, hau einen Kommentar rein und dann wünsche ich dir noch einen schönen, angenehmen Tag von deinem Thomas. Ich hoffe, das Video hat es dir etwas gefallen und wieder mal was Neues gezeigt. Und vielleicht habe ich dir Dresden schmackhaft gemacht. An diesen Tagen war es sehr warm gewesen. Dann bis bald. Hat auch keinen Sinn. Das würde man schneller bei mir mit der Stimme. Genau.